seit 2015, seit Kampfrekord 8 Kämpfe, 5-mal war er siegreich. Begrüßen Sie aus Spanien, Vigo España, Avelino Vázquez. Und nun, meine Damen und Herren, die rote Ecke. Er ist 27 Jahre alt, brachte gestern beim Wiegen 64,3 Kilogramm auf die Waage und misst 1,72 Meter. Er gibt heute sein Profidebüt und er war der AIBA-Weltmeister 2015 und der Bronzemedaillengewinner der Olympischen Spiele in Rio 2016. Aus Hamburg, Otto Harutunjo! Endlich von Timo Habichhorst mit den letzten Instruktionen. Okay, gentlemen, respect the normal rules, always you can fight, we go about 6 rounds, okay? Good luck, back to your corner. Meine Damen und Herren, 6 Runden im Halbweltergewicht, Seconds out, ringfrei. Runde 1, Round 1. Sehr schön.
Second out, ring frei, Runde 2. Round 2.
Second Sauerring frei, Runde 4, Round 4. Perfecto.
Seconds out, Link 5, Runde 5. Round 5. Seconds out. Llévalo. Va, va, tíralo. ¡Ah!
Second starting frei, Runde 6. Round 6. Last and final round.
Atem. Glückwunsch erstmal zu dem Sieg. Wie schwer ist dir dieser Sieg gefallen? Sie mussten über die volle Distanz gehen. Wow, erst einmal unglaublich die Stimmung hier in der Halle. Das hat mich so stark gepusht. Ich war so motiviert hier in Hamburg. Riesen Respekt an meinen Gegner aus Spanien. Ich glaube, da scheint noch die Sonne. Warum das Schild so hart? Naja, ich meine. Über 6 Runden, das passt mir sehr gut. Jetzt bin ich über die volle Distanz gegangen und kann darauf weiter aufbauen. Gratulation an meinen Bruder, dass er die Sache vorzeitig beendet hat. Und Gratulation an Mario Ola als Boxer Mert für den Sieg. Und vielen Dank für die tolle Stimmung. Hat riesen Spaß hier gemacht zu boxen hier in der Halle. 1991 ist meine Familie hier am Hafen angekommen. Ich bin als Flüchtlingskinder hier aufgewachsen, in den Boxsport gekommen. Und dank Ismail Özen und die Stiftung Kampf deines Lebens können wir hier am Ring stehen und vor so schönem Publikum boxen. Dank Ihrer Unterstützung, ohne ihn würden wir nichts schaffen. Nur durch unsere Zuschauer, unsere Fans können wir vorankommen und können eines Tages Weltmeister werden. Und ich hoffe, dass durch die Stiftung eines Tages dann auch jüngere Sportler, neue Sportler heranwachsen können und auch das Ziel Weltmeisterschaft anstreben können. Macht er das nur für sich, um sich besser zu fühlen? Ich bin darauf trainiert, also wir beide sind darauf trainiert, dass wir unsere Stimme raushören, egal wie voll die Halle ist, wie viele Menschen hier sind, wie laut die Stimmung hier drin ist. Ich höre Roberts Stimme immer raus und von meinem Trainer Arthur Grigoldan höre ich auch die Stimme immer raus. Das ist schon antrainiert. Vielen Dank an meinen Trainer, vielen Dank an meinen Bruder für die tolle Unterstützung. Ich bin stolz auf ihn. Wie schmeckt ihm eigentlich? Wie schmeckt ihm eigentlich der Karriere. Es ist für mich eine große Ehre, mit den Klitschko-Brüdern verglichen zu werden. Mein Bruder und ich, wir gehen denselben Weg. Wir haben gesehen, wie die Klitschko-Brüder es uns vorgemacht haben. Die haben alles Mögliche erreicht, was man im Boxsport erreichen kann. Das ist für uns eine große Ehre, in diese Fußstapfen treten zu können. Und das freut uns natürlich, wenn wir als die jüngeren oder die leichteren Klitschko-Brüder verglichen werden. Ich sage immer so schnell wie möglich, aber wir werden jedes Mal von unserem Trainer, von unserem Manager, Ismail Özen gebremst. Das heißt immer, Jungs, macht es ein bisschen ruhig, wir haben Zeit, Stück für Stück müssen wir uns aufbauen. Und ich denke mal, dass sie recht haben. Ein bisschen Ehrgeiz müssen wir nach hinten schieben und die ganze Sache etwas lockerer angehen. 6 Runden angefangen. Normalerweise fängt man mit 4 Runden an, wir haben mit 6 angefangen. Ich bin über die volle Distanz gegangen, so kann man es aufbauen. Und wir möchten uns durch die Weltrangliste hochboxen. Wie schwer war die Umstellung aus Ihrer Sicht? Naja, das ist ja dieselbe Sportart wie vorher. Nur, dass die Handschuhe dünner sind, die Schläge etwas härter sind, die Gegner etwas zäher sind und die Runden etwas länger andauern. Aber es macht unheimlich viel Spaß.